Ja, muss ich überhaupt noch CW lernen? Kann ich auch per Software machen? Gute Frage. Habe ich keine ganz klare Antwort drauf. Erstmal geht das mit zum Beispiel FLDigi, ist ein Programm, das das kann, ist nicht das einzige, gibt es eine andere. Solange der andere sauber sendet, wenn das ein Kia ist, wenn das ein Computer ist, der sendet, geht das gut. Wenn das eine Hub-Taste ist, eine normale Klopftaste ist, und der andere dann auch noch eine Handschrift hat, irgendwie so ein bisschen komisch sendet, dann der eigene Kopf kommt dann noch mit klar, die Programme werden dann, fängt es an schwierig zu werden. Und auch bei schlechten Bedingungen ist der eigene Kopf noch empfindlicher, als die Programme es sind. In Teilen der Community ist das verpönt. Die DLQ, die Morse AG, wie heißt sie? AGCW. Die AGCW schreibt Conteste auf, da steht in den Regeln drin, es darf sowas nicht benutzt werden. Okay. Namentlich in richtigen Contesten, wenn ich weiß, die Leute sind schnell, dann nehme ich sowas und das hilft mir dann. Auch mir als jemand, der das jetzt schon jahrelang macht, über 8 Stunden, 12 Stunden im Contest die Konzentration aufrecht zu erhalten, fürs Morsen fällt mir auch schwer. Dann habe ich da so ein FLDigi und dann muss ich nur noch genauer hinhören, wenn es halt schwierig wird. Oder so ein bisschen als Hilfe. Wenn ich das immer mache, befürchte ich, dass es das Morsenlernen behindert. Ich lerne dann nicht Morsezeichen zu empfangen, sondern ich lerne dahin zu starren. Also ich mache das eher nur im Contest. So, und ich kenne Leute, die können kein CW und machen trotzdem CW-Conteste mit. Also bei uns im OV haben wir so einen Experten, der macht das. Und irgendwie schafft er das auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der wirklich kein CW kann. So, dann senden oder empfangen, geben oder hören. Anfangen ist das Hören das Schwierige, das Lesen ist schwer, geben ist einfach. Fast alle Anfänger können schneller und besser geben als hören. Als ich damals in den 70er Jahren meinen Kurs gemacht habe, da hat er über Wochen hinweg, haben wir nur gehört, gehört, gehört. Und dann hat er uns mal an die Taste gelassen und siehe da, wir konnten alle auf Anhieb geben, ohne es vorher geübt zu haben. So, ich höre, da bin ich selber noch nicht angekommen, dass wenn man wirklich schnell ist, sich das irgendwann umdreht und das Geben schwerer wird und das Hören leichter bei bestimmten Geschwindigkeiten. Optische Methode, ganz doof. Ja. Punkt, Strich A, Strich, Punkt, 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 B. Ja, das ist genau das, was wir bei den Stadtfesten als Zettel verteilen. Ja gut, das schadet wahrscheinlich nichts, weil das wird am nächsten Tag weggeschmissen. Aber wenn jemand wirklich so Morsen lernt, dann hat er sich selber, das ist irgendwie nutzlos oder sogar ein Bärensehen. Bei uns ist das der Klang, auf den es ankommt. Klang-Eselsbrücken. Ja, God save the Queen. Da. Q. Ah, habe ich Q gelernt. Das ist die schnellste Methode. Du kannst an ein oder zwei Nachmittagen, wenn du einen jungen Kopf hast, an einem Nachmittag kannst du das ganze Alphabet lernen, wenn du die Eselsbrücken hast. Ja, Prima für Fadis und andere Gelegenheit, also Pfadfinder und andere Gelegenheitsmorser. Wunderbar. Ja, in zwei Nachmittagen. Aber das Problem ist, du hast da jetzt einen Esel dir rangezüchtet. Und der will immer über diese Brücke traben. Ja, Farnsworth mit ewig langen Pausen hat er noch genug Zeit. Ja, wenn die Zeit nicht mehr reicht, dann trabt da der Esel noch über die Brücke, dann kommt aber schon das nächste Zeichen, das ist dann weg. Das heißt, der Esel bockt. Mach das nicht. Mach das nicht. So, Farnsworth. Ja. Dann machen wir doch. Wir machen Tempo 20, wo wir irgendwann mal hinwollen. 100 Zeichen pro Minute ist richtig schnell. Aber mit 5, mit ewig langen Pausen, mit 5 dazwischen. Und da lerne ich erstmal alle Zeichen, ganze Alphabet durch, die Ziffern, irgendwelche Sonderzeichen, Schrägstriche, was man so braucht, Fragezeichen. So, und wenn ich dann alle Zeichen kann, dann steigere ich das Tempo nach und nach, bis ich bei 20-20 angekommen bin. So, Problem ist, du fängst an bei 5, lernst ein bisschen 6 und dann 7 und dann 8 und dann 9 und dann 10 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 und dann wirst du irgendwann wieder schneller. Da gibt es eine gläserne Decke bei ungefähr 10. Das ist ein bisschen unterschiedlich, mal bei 12, mal bei 8, irgendwie so da in dem Bereich. Warum? Weil du den Esel erstmal wieder von der Brücke runterkriegen musst.
Weil du das Nachdenken dir, du hast bei 5, 6, 7, 8 das Nachdenken gründlich trainiert und jetzt kannst du es nicht mehr gebrauchen. Jetzt musst du dir das, was du dir über Wochen angewöhnt hast, musst du dir wieder abgewöhnen. Ganz doof. Das sind typische Morsekurven, die genau das, die Geschichte erzählen. Das sind 5 verschiedene Kurven von der Deutschen Verkehrsfliegerschule Braunschweig aus den Anfang der 30er Jahre wahrscheinlich. Aus der Koch-Dissertation habe ich das raus. Und da sieht man genau dieses Plateau über mindestens 2, wenn nicht 3 Wochen. Und ich fürchte, dass diese Leute pro Woche mindestens 5 Lektionen hatten. Du hast also dann ein konstantes Tempo über 15 Lektionen hinweg, wenn das so war. Ja. Und leider ist es üblich. Viele Morsekurse laufen nach genau dem Schema ab, immer noch. 80 Jahre oder wie lange noch. So, ich habe das selber mit Farnsworth und Edelbrück als Teenager. Das war so. Und nach Jahrzehnten habe ich diesen alten Scheiß nochmal aufgefrischt für meine Morseprüfung bei Tempo 30. Da war das prima. Hat auch gereicht. Sofort glänzend bestanden. So. Und dann hatte ich das ziemlich dick im Kopf und habe dann aber mit Koch nochmal von vorne angefangen. Wie Koch funktioniert, kommen wir gleich zu. Und inzwischen bin ich so ungefähr bei Tempo 90 bei Red Shoe, bei Klartext und bei Tempo 120 vielleicht. Ich habe es lange nicht mehr gemessen beim Contest. Finde ich cool. Super. Aber selbst jetzt, obwohl ich bei den Geschwindigkeiten eigentlich angekommen bin, irgendwo bei langsamem Tempo, so 70 oder sowas, da tauchen diese Geister der Vergangenheit wieder auf, da laufen wieder irgendwelche Esel über irgendwelche Brücken und ich kann es nicht aufnehmen. Also, ein bisschen polemisch, aber ich behaupte, Farnsworth kann dich fürs Leben schädigen. Mach das nicht. Das ist jetzt meine Polemik hier. So, es gibt Leute, die haben oft versucht, Morsen zu lernen und sind über dieses Plateau nie hinausgekommen. So, das ist ein bisschen meine Motivation, weshalb ich diesen Vortrag überhaupt halte, weil ich das einfach schade finde. So, jetzt kommt die Kochmethode. Wie macht man es richtig? Also gibt es dazu irgendwelche Bemerkungen jetzt? Ich habe aber mit Farnsworth gelernt und hat funktioniert. Ja, ist hart, aber geht auch. Okay, wie geht die Kochmethode? Also, das ist, wie man es jetzt meiner Meinung nach machen soll. Frech zusammengefasst, das ist ein bisschen polemisch hier, ich will euch ja auch etwas unterhalten. Vorne das üben, was man hinterher können möchte und nicht was anderes. Ja? Was machst du da eigentlich jeden Tag, die ganze Zeit immer in der Muckibude? Ja, ich übe Gewichtheben. Aber was machst du denn Gewichtheben? Was hast du denn vor damit? Ja, ich will auf der Tour de France Rad fahren. Das macht keinen Sinn, ne? Warum soll ich Gewichtheben üben, wenn ich eigentlich Radfahren will? Dann übe ich doch Radfahren. So, Ludwig Koch, geboren 1901, war ein deutscher Wissenschaftler in den 1930er Jahren, erforscht das Lernpsychologie des Morsens, sein Begriff, und hält dafür etliche Morsekurse als Feldforschung. Der hat also einen Morsekurs nach dem anderen gehalten mit seinen Leuten da irgendwie und entwickelt dann daraus und auch aus anderen Experimenten, die er gemacht hat, die Kochmethode zum Morsenlernen. Und schreibt dann 1935 seine Doktorarbeit darüber. Der ist dann promoviert. Komischerweise wurde das dann ein Dr. Inc. Das Ding ist 70 Seiten lang und durchaus lesenswert. Da klicken, dann habt ihr sie. Also ich habe hier das Ding in 3 verschiedenen Versionen auf meiner Festplatte liegen. Das ist eine davon, also dasselbe. So, und anschließend wurde das Ding nochmal in der Fachzeitschrift für Psychologie und Charakterkunde veröffentlicht, also irgendwie so ein deutsches Psychologenblatt. Aber wir sind in der Nazi-Zeit. Koch war ein SA-Mann, behauptet zumindest ein Eintrag in der Wikipedia. Das muss man nicht mögen, ich mag das auch nicht. Meine Einschätzung ist, die Doktorarbeit selber, das ist ja nicht unbedingt nationalsozialistisch, die halte ich für im Kern solide. Es ist sehr klar, dass man damit 2024 keinen Doktor mehr machen könnte. Das entspricht nicht unseren heutigen Anforderungen mehr. Keine Statistiken ordentlich geführt, die Daten, die fehlen und so weiter. Und enthält sogar ein paar kleinere Ungereimtheiten, die aber nicht wesentlich sind. Die gläserne Decke bei 50. Wir haben links das Bild schon gesehen von unten beim Lernen. Du bleibst bei 10 erstmal eine ganze Weile kleben, bis du wieder weiter wächst.
Das gibt es interessanterweise auch von oben. Der Koch hat ausgebildeten Profifunkern, die jeden Tag 125, 130 irgendwas da gemorst haben, die hat der mit langsamem Tempo traktiert, ohne Farnsworth. Einfach so, wie es kam. Und ungefähr bei 50 fängt es dann an, abzusinken, was die noch lesen können. Und wenn du dann runtergehst bis auf 30 oder so, dann können die das nicht mehr entziffern. Weil das was anderes ist. Das eine ist Gewichtheben, das andere ist Radfahren. Das ist einfach andere, weil bei dem Tempo, Koch würde sagen, bei dem Tempo zerfällt das Klangbild des Morsezeichens. Und ich muss nachdenken, um das wieder zusammenzusetzen. Und was ich, ja gut, ich habe jetzt hier eine, mal gucken, ob das zu hören ist. So, der erhoffte Effekt war jetzt, dass die Leute, die unter uns CWisten sind, da also Schwierigkeiten haben. Das war jetzt 30 CPM, das alte Prüfungstempo, was ich noch mitgemacht habe. Das kannst du als gestandener CWist also nur ganz schwer lesen. Da musst du richtig dich konzentrieren und was anderes machen, als du sonst machst im CW-QSO. Gut. Das ist die Analyse von Koch, wörtlich zitiert, mit ein paar Punkten dazwischen, während der anfänglich langen Pausen zwischen den einzelnen Klangbildern bei der Farnsworth-Methode, das ist die Kritik der Farnsworth-Methode hier, gewöhnt sich der Lernende das Nachdenken über das verklungene Klangbild an. Die Hervorhebung ist von mir. Mit zunehmendem Hörtempo verkürzt sich aber die Pause mehr und mehr. Und schließlich wird ein Tempo erreicht, bei dem das Nachdenken über das soeben gehörte Morsezeichen unmöglich geworden ist, weil dann das nächste schon kommt. Dieser Fall tritt bei einem Hörtempo ein, das so um 50 CPM herum schwankt. Koch am angegebenen Ort, also in der Dissertation. So, was will ich denn eigentlich? Was ist denn jetzt Fahrradfahren? Ich will Automatismen. Wenn ihr jetzt das lest, ihr lest da oben rechts in der Ecke Morsen. Da denkt keiner nach und baut da irgendwas langsam zusammen. Ihr guckt da drauf und ihr seht, da steht Morsen. Und die Verarbeitung passiert unbewusst durch Automatismen, die ihr in der Grundschule irgendwann mal aufgebaut habt und die euch euer Leben lang geholfen haben. Solche Automatismen brauchen wir beim Morsen. Mit Automatismen, nur mit Automatismen, kriege ich beim Morsen überhaupt jemals Geschwindigkeiten deutlich jenseits von 60 Zeichen pro Minute überhaupt hin. Wenn ich keine Automatismen habe, bleibe ich langsam. Wenn ich Pfadfinder bin und ich bin mit 30 Zeichen pro Minute zufrieden, brauche ich keine Automatismen. Wenn ich Funker bin, bei uns ist 60 CPM das Einstiegstempo, brauche ich die. Ja, also, wie kriege ich es hin, dass ich von Anfang an Automatismen trainiere? Was mache ich denn da? Und die Idee von Koch war, ja, dann fange ich eben mit Tempo 60 an. Ich mache überhaupt nur Tempo 60. Also, ich nehme immer vom ersten Buchstaben, bis ich alles kann, nehme ich nur Tempo 60 und ohne Farnsworth, ohne Pausen zum Nachdenken. So, und um das jetzt irgendwie hinzukriegen, fange ich an mit zwei Zeichen. Nur zwei Zeichen. Ich lerne diese beiden Zeichen zu hören. Dann ist erstmal, hörst du die Zeichen, Tempo 60, schaffst du nicht, aber so in 10 Minuten kannst du die unterscheiden. Und das sollten bitte nicht EI, SH5, also irgendwelche Zeichen, die sich ähnlich anhören, sondern zwei Zeichen, die komplett anderes Klangbild haben. So, dann hast du für diese beiden Zeichen schon mal so provisorisch einen Automatismus aufgebaut. So, und immer wenn ich das habe, dann gucke ich, 90% schaffe ich richtig. Ich habe da so meinetwegen 20 Fünfergruppen oder irgendwas, so wird Koch das machen. Und dann, wenn ich dann 19 von den 20 Fünfergruppen richtig habe, dann nehme ich das nächste Zeichen hinzu. Eine Frage, bitte. Ja, CPM ist meine Abkürzung für Zeichen pro Minute, Characters per Minute, oder es ist üblich, das so abzukürzen im englischen Text. Bei uns hast du manchmal Buchstaben pro Minute oder alles dasselbe. So, wenn ich 90%, also von meinetwegen 20 Fünfergruppen habe ich 19 richtig aufgenommen,
Dann kommt ein neues Zeichen dazu. Jetzt habe ich drei Zeichen, mit denen ich konfrontiert bin. Und wenn das zum ersten Mal passiert, dann kriegst du wieder nichts mehr mit. Du kriegst auch die beiden nicht mehr mit, die du vorher schon hattest. Ja, aber weitere 10 Minuten später oder sowas, oder eine Viertelstunde später oder so, dann kannst du drei Zeichen. Ja? So, und dann, so macht man immer weiter. Ne? Es kommt immer ein Zeichen neu dazu und erst dieser Effekt, das kommt jedes Mal dann, wird ein bisschen harmloser später. Und dann nach und nach lernt man einfach ein Zeichen nach dem anderen und ich bin von vorne bis hinten bei genau Tempo 60 Zeichen pro Minute, 12 WPM, ohne Transfer zusätzliche Pausen, einfach nach Norm, nach ITU-Norm. Und wenn ich damit durch bin, kann ich alle Zeichen. Und weil ich jetzt Automatismen habe, diese Automatismen auf Geschwindigkeit zu drehen, ist dann nur noch einfach Übung. Ich muss aber nichts mehr umstellen. Ich muss keinen Esel mehr vertreiben. Ja, das ist die Koch-Methode. So, Koch hat, seine Übungslektionen waren immer eine halbe Stunde lang und er hat durchschnittlich 24 bis 28 Übungen gebraucht für alle Buchstaben, A bis Z, mehr hat er nicht beigebracht. Also der hat nur, hat keine Ziffern gelehrt und hat auch keine Betriebszeichen und keine Satzzeichen gelernt, hat nur sich auf die A bis Z, die auf die Buchstaben beschränkt, weil der wollte Forschung machen und hat gesagt, wenn ich das bei den Buchstaben demonstriere, reicht das. Vernünftiger Ansatz. Ne, der wollte keine Funker tatsächlich ausbilden, der wollte wissen, wie es geht. Das ist eine ziemlich heiße Sache. Ja. In 28 Lektionen von jener halben Stunde, wir sind jetzt bei 14 Stunden Gesamtaufwand, hast du das ganze Morse-Alphabet. Wow! Da haben wir damals, als ich Teenager war, länger für gebraucht. So, andere Ratschläge von Koch. Die halbe Stunde, nicht eine Stunde am Tag oder anderthalb Stunden am Tag. Er hat also Gründe, er sagt also, die Konzentration lässt dann auch irgendwann nach. Und auch der Aufbau der Automatismen. Heute haben wir Trainingslehre, ist das ein Begriff bei Körpertraining. Der funktioniert am effektivsten, wenn man jetzt schon die halbe Stunde, ja, aber jetzt nicht endlos lange immer wieder da üben will. Ihr könnt euch die Folien jetzt schon runterladen. Ihr könnt es auch gerne fotografieren, macht auch nichts, aber auf der letzten Seite kommt nochmal die URL. So, und dann jetzt was Interessantes, was der Koch behauptet. Wenn ich mache meine ersten zwei Lektionen jeweils eine halbe Stunde, vielleicht an zwei verschiedenen Tagen, und wer danach immer noch keine vier Zeichen gelernt hat, der lernt es nie. So. Und der hat gesagt, wir hatten solche Kandidaten und wir haben dann extra Spezialkurse für die gemacht, um da irgendwelche auf Dinge einzugehen. Aber Koch meint, es gibt Leute, die sind einfach unbegabt fürs Morsen. Und das ist eine Methode, das mit einer Stunde Aufwand rauszukriegen, ob jemand das jemals lernen wird. Keine Ahnung. Ich kenne irgendwelche Leute im Internet, die sagen, jeder kann Morsen lernen. Aber die haben keine Argumente, warum. So, ich kann da nichts zu sagen. Ich habe das nie ausprobiert. Ich habe nie so jemanden gehabt oder so. So, dann hat Koch noch ein paar Schmankerl drin, die er in seinen Kursen wirklich so gemacht hat. Wenn ein neues Zeichen kommt, dann soll man erstmal nur einen Punkt malen. Und die Leute kriegen gar nicht gesagt, was das neue Zeichen ist. So, altes Zeichen kenne ich, neues Zeichen, Punkt. Neues Zeichen, Punkt. Altes Zeichen kenne ich, hinschreiben und so weiter. So, und nachdem das so ein, zwei Durchgänge das neue Zeichen gekommen war, noch ungefähr 10 Seiten, ich brauche ungefähr eine Folie, eine Minute pro Folie. Bitteschön. Ja, der Frage ist ja den Punkt. Also es wird gar nicht erstmal vorgespielt, das neue Zeichen. Du kannst jetzt, mach jetzt mal K und M und dann ja. Kommst du L dazu. Ja. Und dann kannst du jetzt auch einmal K, M und L alles zusammen und dann musst du ja merken, dass du neue. Ja doch, es wird, also K und M hast du gelernt, jetzt kommt das L dazu. Die Frage war, wie funktioniert das jetzt? Das L wird gemorst, aber die Leute wissen nicht, dass es ein L ist. Die Leute, die kriegen nicht gesagt, das war jetzt ein L, sondern die kriegen gesagt, hier kommt das neue Zeichen. So, dann schreiben die bei K, schreiben sie ein M, bei K schreiben sie ein K, bei M schreiben sie ein M und wenn L kommt, schreiben sie ein Punkt. Aber es wird aber L nicht erstmal vorgegeben. Also hier ist ein neues Zeichen. Hier ist ein neues Zeichen, wir sagen euch nicht, was es ist. Dit. So. Und immer wenn dit kommt. Es wird vorgespielt, nehme ich an. Ja, dann jetzt kommt das neue Zeichen, dit, so. Und immer wenn das neue Zeichen kommt, macht ein Punkt. Und dass die Idee dahinter ist, wirklich wertvoll, wenn ihr ein Zeichen nicht erwischt habt,
Denk dem nicht hinterher und versuch, was war denn das jetzt, was da gerade vorbeigelaufen ist, sondern mach den Punkt und mach weiter. Weil wenn ich hinterher denke, ja, dann bin ich wieder beschäftigt mit meinem Kopf und dann die nächsten zwei Zeichen habe ich dann auch gleich verloren. Punkt machen, da hast du eine Chance, das nächste Zeichen noch aufzunehmen. Das hat er also auf diese Weise geübt, das halte ich für gar nicht dumm. Ja. So, das war dann nur so die ersten paar Minuten, das dann zwei, drei Minuten wahrscheinlich, dass dann dieses neue Zeichen nicht klar war, was es ist. Und dann wird gesagt, so, was ihr jetzt gerade gehört habt, war ein L. Und ab jetzt schreibt ihr keinen Punkt mehr, sondern ihr schreibt ein L, wenn das kommt. Aber auch dann, wenn ich jetzt durcheinander bin und jetzt kommt ein K und ich habe das K wieder nicht verstanden, Punkt machen. Dass ich also gedrillt werde darauf, wenn ich irgendwie konfus bin, Punkt machen. Und nicht, was war denn das jetzt, kriege ich das noch hin und so. So, er sagt, okay, jetzt sind wir damals Leute, die das beruflich gelernt haben, die Soldaten waren vielleicht, was weiß ich, in der Kaserne, wenn du die alle an einem Ort zusammen hast und du kannst so viel die üben lassen, wie du willst, mach es nicht öfter als zweimal am Tag eine halbe Stunde. Empfehlung von Koch. Ja, er sagt, er gibt dann Gründe aus der damaligen wissenschaftlichen Diskussion. Da gab es also auch Experimente, wie lange man sich was merken kann oder wie oft man was wiederholen soll, wenn man sich's merken will und so. Er sagt, nicht cramming, also nicht binge learning. So. Kochskurse selber, das waren jetzt irgendwelche Zivilisten, die sich gemeldet haben da, um wenigstens die Buchstaben Morsen zu lernen, was weiß ich. Die hatten nur zwei oder drei Lektionen pro Woche. Mehr nicht, die haben nicht jeden Tag geübt. Und damit ist er auf diese 24 bis 28 Lektionen für das Alphabet gekommen. Ich persönlich, ich habe mal vor Jahren auf Marathon trainiert, habe ich nie gemacht, aber einen Halbmarathon, ne, gemäß meinem Motto, ich bin mittelmäßig. Und da habe ich da auch in der Literatur gelesen, wie man trainieren soll. Nicht jeden Tag trainieren. Das ist ungeschickt, also bei Muskelaufbau. Ob es bei Automatismenaufbau auch so ist, da extrapoliere ich jetzt, da vermute ich jetzt einfach Spekulation. Aber ich finde, zweimal in der Woche ist wahrscheinlich optimal oder dreimal optimal im Sinne, wie viele Stunden habe ich dann insgesamt investiert, bis ich beim Ergebnis angekommen bin. Dauert natürlich dann länger, als wenn ich jeden Tag übe. Aber wenn ich jeden Tag übe, brauche ich wahrscheinlich mehr halbe Stunden Lektion, bis ich wirklich durch bin. So, kann sich jeder was von ausdenken, wie er es machen will. Ist auch alles ein bisschen Vermutung. Und eine Sache, die auch heute kein Mensch mehr macht. Koch hat die Punkte ein bisschen tiefer als die Striche gemacht. Am Anfang. Das wurde dann angeglichen. Und nach spätestens der Hälfte, wenn er so bei Buchstabe 15 oder spätestens Buchstabe 20 angekommen ist, hat er dann einen Ton benutzt. Aber er hat eigentlich die Punkte etwas tiefer als die Striche gemacht und hat dann gesagt, das ist nicht, muss man nicht machen, aber das spart nochmal so zwei, drei Lektionen ein, also zwei, drei halbe Stunden Übungen, weil die Leute dann schneller auf den Trichter kommen. Finde ich einen interessanten Gedanken. Mein Morse-to-Sound-Programm kann das noch nicht, aber baue ich irgendwann mal ein. So, er schreibt aber nicht, wie viel tiefer. Also Herz irgendwie oder Kammerton sowieso oder so. Das steht da nicht. So, kann man sich was ausdenken. So, viele sagen, sie machen Koch im Internet. Überall steht, wir machen Koch, wir machen Koch. Und viele sagen es und tun es aber nicht. Meine kleine kurze Liste, also wenn es langsamer als 60 cpm ist, ist es nicht Koch. Wenn es schneller als 60 cpm ist, ist es auch nicht Koch. Koch hat da überlegt, kann man nicht gleich mit 100 anfangen, wenn irgendwie 100 ein Tempo ist, was ich erreichen will. Das ist ungeschickt. Er sagt, das fordert am Anfang zu viel Konzentration. Die Leute, die bauen euch ab. Wenn ihr absolut super begabt fürs Morsen seid, macht das angehen. Aber nee, keine gute Idee. Baut erstmal die Automatismen mit einem langsamen Tempo erstmal auf und wenn sie dann da sind, könnt ihr mit dem Tempo hochgehen, nicht gleich mit hohem Tempo anfangen wollen. Also, wenn da jemand sagt, ich mache aber, was weiß ich, Koch mit 60 effektiv, aber Franzwort 100 oder so, das ist kein Koch. Franzwort Pausen sind kein Koch, der Koch hat Morse Standardtempo beigebracht. So, und mehr als eine halbe Stunde am Tag, du musst jeden Tag zwei Stunden üben. Und so findest du auch auf irgendwelchen Internet
Seiten solche Aufforderungen, mehr als eine halbe Stunde am Tag oder zumindest mehr als zweimal eine halbe Stunde zu verschiedenen Zeiten am Tag, ist auf jeden Fall nicht Koch. So. So, und dann haben wir eben schon ein bisschen angestimmt, was wir mit geben. Koch erwähnt in seiner ganzen Dissertation nicht mit einer Silbe das Morsen geben. Daraus spekuliere ich, dass Morsen geben in den 30er Jahren nicht als Problem angesehen wurde. So, entspricht meiner Erfahrung aus diesem 1970er Kurs. Wir konnten das alle. Ja? So. Da mag es Ausnahmen geben. So, jetzt habe ich im Internet, im Fediverse, da wird auch immer wieder Morsen diskutiert. Und da sagt jemand ab und zu mal, während man eigentlich lernt, schon mal geben mit der Klopftaste hilft dem Gehirn, weil dann nochmal auf einem anderen Weg dieselben Automatismen gefördert werden. Das mag sein. Das finde ich jetzt nicht unplausibel, aber habe ich jetzt keine klaren Erkenntnisse drüber. So. Jetzt bin ich im offiziellen Teil durch, jetzt kommt noch meine eigene Idee, das ist auch nicht Koch, aber meine Methode, Koch mit deutschen Worten. Weil, was will ich denn eigentlich? Was soll mein Fahrrad fahren? Und da bin ich woanders als die Funker, die damals in den 30er Jahren ausgebildet werden. Die Funker in den 30er Jahren, die sollten aufschreiben. Möge es noch Ziffertext, also irgendwelche verschlüsselten Botschaften, wo wirres Zeug stand. Und das sollte aufgeschrieben werden und der eigentliche Empfänger war jemand anders. Ich bin Funkamateur. Der eigentliche Empfänger von dem, was ich höre, ist ich. Bin ich. Da gibt es keinen mehr sonst, für den ich das aufnehme. So, das heißt, das Ziel ist erreicht, wenn das in meinem Kopf angekommen ist, was das bedeutet. Gerade beim Klönkurs so. Also ich rede jetzt mehr über Klönkurs als irgendwie Contest oder Pileup oder so ein Gedöns. Ja, das wird übrigens auch vom Highspeed-Club propagiert. Die sagen, wir sind jetzt hier mit Tempo, was weiß ich, 150, 160, 170 unterwegs und die sitzen da ganz entspannt und zimmern das Zeug rein und ja, unterhalten sich. Das geht sofort in den Kopf, die haben keinen Stift in der Hand bei den Klöngo-SOs. So, und das ist meine Idee, wie übe ich das denn jetzt? Von Anfang an Gehör lesen, ohne Aufschreiben. Wenn das mein Radfahren ist, was ich üben will, dann ist Aufschreiben wieder Gewicht heben. Da möchte ich relativ kurze Worte, damit ich da eine Chance habe. Also jetzt nicht diese so 20 Buchstaben Brocken. Jetzt erlaube ich mir nicht nach jedem Buchstaben, aber nach jedem Wort eine Pause, um dieses Wort zu verstehen. Ein bisschen Buchstaben zum Wort zusammenzusetzen. Und dann wird mir klar, ob ich das Wort irgendwie verstanden habe oder ob mir irgendwas fehlt. So, und das reicht mir dann. Da brauche ich keine App, da brauche ich keinen Computer, da brauche ich keinen Bildschirm, da brauche ich keinen Stift, da brauche ich keinen Zettel. Ich sitze in der S-Bahn, habe einen Kopfhörer oder Ohrhörer auf und starre in die Ferne und lerne Morsen. Habe ich damals tatsächlich so gemacht, 2003 oder so. Buchstabenreihenfolge, das ist Koch auch nicht so spezifisch, der hat da mal ein Beispiel für eine Reihenfolge, die sie benutzt haben. Das ist relativ egal. So, jetzt habe ich einen Computer und ich bin Softwareentwickler. Jetzt habe ich ein Lexikon auf meinem Computer, eine lange Wortliste von allen deutschen Worten aus einer Rechtschreibprüfung. Rechtschreibprüfungssoftware, die Open Source ist, wo das einfach zur Verfügung steht. Ja, und dann kann ich aus diesem Wörterbuch, tüftle ich jetzt eine geeignete Reihenfolge von Buchstaben aus. So, und ich muss dann eigentlich mit drei Buchstaben anfangen, nicht mit zwei. Das ist ein bisschen schade. Mit den drei Buchstaben A, P und S lassen sich schon so ungefähr 20 deutsche Worte und leider auch ein paar Abkürzungen sind auch mit drin, lassen sich da bilden. Spaß, Pass, Ass, Aas, SAP kommt dann auch vor, eine Abkürzung. Na gut, SAP ist mir nicht so sympathisch als Firma, wie auch immer. So, dann habe ich Worte und ich kann dieses Programm durchziehen. Ich versuche, diese drei Buchstaben, diese Worte zu hören und im Kopf zusammenzusetzen habe ich. Das war Spaß, das war Pass, das war Aas, wie auch immer. So, wenn ich dann da einigermaßen sicher geworden bin, dann kommt das nächste Buchstabe dazu und den hat mein Programm dann so gewählt, dass da wieder möglichst viele deutsche Worte kommen, dass ich wieder Material zum Üben habe. Ich sitze die ganze Zeit und höre nur, mach nichts sonst. So,
Und dann, wenn ich erstmal so die ersten, was weiß ich, 10 Buchstaben oder sowas habe, ich weiß nicht mehr genau, wo da die Grenze war, dann mache ich, dann drehe ich ein bisschen um, dann versuche ich die seltenen Buchstaben so früh wie möglich einzuführen, damit die ab und zu mal vorkommen in den weiteren Übungen. Also wenn ich meinetwegen Y jetzt erst als allerletzten Buchstaben einführe in der letzten Lektion, dann habe ich das nicht drauf. Ich möchte sowas Seltenes wie ein Y eher ein bisschen eher einführen. Wie auch immer. Gut, das ist also eine Software, die habe ich mal geschrieben. Das ansonsten wie Koch, ne, so diese 60, Tempo 60, nicht langsamer, nicht schneller, zwischen den Worten längere Pausen, weil da brauche ich das zum Nachdenken. Gehörlesen von Anfang an, das ist mein Radfahren, das ist das, was ich üben will. Die Ziffern und Satzzeichen, das ist jetzt ein bisschen ein Problem von der Methode, Ziffern und Satzzeichen muss man dann irgendwie später nochmal anders üben. Habe ich auch einen Vorschlag, führt jetzt ein bisschen zu weit. So, und das habe ich durchgezogen. Muss man nur ein anderes Wörterbuch reinschlagen, schmeißen in die ganze Geschichte. Das gibt es also für Deutsch, dann auch für Englisch. Da sollten jetzt auch Häkchen sein und amerikanisches Englisch. Gibt es also in 3 Versionen und da unten, wo es das gibt. Da gibt es also die Wortlisten eigentlich. Und jetzt nehmt ihr mein neues Programm, was gerade fertig geworden ist für die Messe, Morse to Sound. Dann habt ihr die WAV-Datei, die hört ihr euch dann an in der S-Bahn oder lernt am Morgen, wer Lust hat. So, das war mein Ansatz. Noch irgendwelche Fragen?